junto al fuego nos reunirá el Señor. Es el Señor que nos protege y nos va a bendecir. Seguro que otro día nos volverá a reunir. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto junto al fuego nos reunirá el Señor. Unir las manos enlazadas en torno al calor. Dale un último adiós a don Luis, una persona ejemplar de la comunidad judía y del mundo. Es un momento difícil, porque aunque era rendido de años, nadie quiere que su viejito se vaya. Pero fue un privilegio tenerle en nuestra comunidad. Eso es su. Vamos a hacer el acto religioso para completar lo que es la ceremonia, pero yo sé que sus restos descansan en paz, con ceremonia y sin ceremonia. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente la bondad y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y moraré en la casa de Dios. I want to thank you all. Some of you don't speak Spanish. My father, as you know, had a lot of friends, people who loved him, who admired him, and you can see today again. I mean, so many of you have come to say goodbye to his final resting place. He was a remarkable man. He was a professor for many, many years. But above and beyond, I mean, he cared for people. I was telling in Spanish that he used to carry a bag of candy when he traveled to the farm. And wherever he found a child, he would give him a candy. And nowadays, you know, 40 years, 50 years later, I have people that stop me on the street. People that today are engineers, lawyers, whatever, professionals. And they say, oh, you are the son of that man. He used to stop on his way to give me a candy. And they remember that 40 years later. And I told them that when my parents celebrated their 50th wedding anniversary, we had a big celebration. And I had to give a speech. And I told both my father and my mother, rest her in peace, that, sort of a metaphor, I said, I had the privilege of choosing my parents before I was born. There was something that was given to me, and I chose them. And I'm so very glad that I did. And my mother's been my good Es ist sehr schwierig, mein Vater zu beschreiben, und es würde ewige Zeit dauern. Ich denke, wenn wir ein einziges Wort finden, beneidenswert. Ich kenne viele Leute, die alt geworden sind, aber niemand, der 100 Jahre alt ist, sind persönlich. Und dann mit so einem klaren Kopf. Bis zum Schluss hat er noch seine Witze gemacht, die man nicht überall wiederholen sollte. Noch früh vor seinem Tod, wer wusste das,
haben wir noch ganz angeregt auf einem sehr hohen Level unterhalten, beispielsweise über die Entwicklung der Wirtschaft in der Eurozone, über die Währung und die. Ab und zu ging ein bisschen nicht und vorbei, das interessiert mich. Das war ganz erstaunt, was er für einen Sohn hatte, der schien ganz normal zu sein. Ich sage euch allen nochmals Danke, allen Freunden, mein Vater, Freundinnen, hat sehr viele. Ich möchte aber eine kleine Auswahl haben, ohne dass niemand sich ausgegrenzt hat. Das ist gracias, Christina. Danke, Christina. Schott, danke, Olga. Danke, Waldrau. Danke, Christiane. Danke, Rosa. Ihr habt euch unwahrscheinlich gesorgt für meinen Vater. Mein Vater, ein einziges Wort. Danke. Er hat uns sehr viel mitgegeben. Er hat viel verlangt von uns. Nachmittags wollte ich lieber Baseball spielen oder Strand gehen. Erst machte er eine Schulaufgabe. So, jetzt habe ich einen anderen Beruf. Keiner von uns ist Baseballspieler. Erinnert euch an ihn, wenn ihr an die Pedro Clisante Straße vorbeigeht, dann seht ihr an dem Tor, vielleicht könnt ihr ihn erkennen, wie er in seinem Stuhl da sitzt, seine Zeitung liest und vielleicht ein paar Saft trinkt und darüber natürlich Saft trinkt. Nochmals, habt ihr gute Erinnerung. Man denkt auch in die Buena. Vamos a mover el micrófono.